Hallo ihr Lieben! Willkommen zu einem neuen Auspackvideo. Die Rolle ist ein bisschen dicker als sonst. Also, die ist gut gefüllt. Und ich bin mal gespannt, was für ein Bild sich dahinter verbirgt. Ich hoffe mal zumindest, dass es ein Bild ist. Ich wüsste zumindest nicht, was aus so einer großen Rolle kommt. Und da schauen mich schon die Steine an. Es kann sein, dass es wieder eine Doppelbestellung ist, dass es zwei Bilder sind. Auf der Umverpackung habe ich nichts gesehen, aber ich kriege das nicht raus. Da hilft nur rohe Gewalt. Und einmal das ganze Bettchen aufmachen. Nee, das kriege ich nicht raus. Keine Chance. Ich brauche Gewalt. So. Ah, das klebt hier fest, deswegen kriege ich es auch nicht ab. So, jetzt kann ich das rausziehen. Und wir können die Sendung weiter besprechen. So, ich würde sagen, ich mache euch das auch auf. Tada! Es sind zwei Bilder. Einmal. Voll gut. Voll gut. So. Ihr könnt das hier schon sehen. Mega geil. Das ist ein Wasserfall. Natur. Und das Ganze ist nochmal in so einem Extra-Tütchen eingepackt, damit die nicht durcheinander fliegen, weil die Steine nicht nochmal extra eingepackt sind. Und dann haben wir hier nochmal ein Bild. Das ist ein langes Bild. Das sind Schmetterlinge. Fand ich ganz cool. Ich finde den Hintergrund total gut, weil das halt nicht so ein einfach weißer Hintergrund ist, sondern so. Ja, also schon so ein schön marmorierter Hintergrund. Das finde ich echt ganz cool. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal das Bild an und dann machen wir das kleine Bild. So, ich auch. Also die Steine fliegen jetzt hier natürlich ganz doll drin rum. Ich muss diese Folie, also diese Tüte aufheben, damit ich da meine Steine drin aufheben kann. So einmal. Es ist natürlich ein bisschen blöd zum Händeln, aber das tut mir auch echt leid. Das knistert wie Sau. Ah, es ist sogar ein Bild mit runden Steinen. Sehe ich gerade. Habe ich das in runden Steinen bestellt? Ich muss mal schauen, ob ich das wirklich mit runden Steinen bestellt habe. Ich bin eigentlich normalerweise nicht der Typ, der runde Steine klebt. Ich muss mal gucken, wie ich das bestellt habe. Und ob es das in eckig gibt oder ob es das nur in rund gibt. Kann sein, dass es auch ein Bild ist, was es nur in rund gibt, was ich aber mal rund kleben wollte. Ja, gut. Sei es drum. Wir packen es trotzdem aus. Also, mir ist hier schon ein Tütchen kaputt gegangen. Ihr könnt das sehen. Und ich weiß nicht, wo das hier kaputt gegangen ist. Ah, hier an der Seite ist es aufgegangen. Ich muss das mal ganz kurz einpacken, sonst habe ich die Steine leider nachher überall rumfliegen und für mein Bild nicht mehr genug Steine. Die fliegen nämlich echt viele von der Farbe rum. Und das ist jetzt, finde ich, nicht so ganz cool. So. Das habe ich jetzt erstmal in so ein kleines Zip-Beutelchen getan, damit ich weiter auspacken kann und damit mir die Steine nicht weiter abhanden kommen. Weil hier sind auch in der Tüte einige Steine drin, aber ich wollte ja gerne weiter auspacken. Das macht es natürlich jetzt, ein bisschen schwieriger. Ich muss das einmal auskippen. Ich werde gleich die ganzen Steine hier auf dem Tisch haben. Das finde ich nicht so gut, dass die so eingepackt sind, aber wenn man die eh auspackt, gut. Hol die Steine hier. So, ihr könnt das hier schon sehen. Da die Steine werde ich jetzt auch noch da reintun, weil es nämlich alles dieselbe Farbe ist. Ich pick die eben auf mit den Fingern und tue die in Tütchen rein. Dann habe ich hinterher auch genug Steine da.
Also wie gesagt, nur die eine Farbe, wo das Tütchen ein bisschen aufgegangen ist. Ich denke, es ist beim Abreißen ist das so einmal ein bisschen eingerissen. Ist aber nicht so schlimm. So, wir haben die Steine haben wir gesichert. Wenn jetzt noch ein paar einzelne rumfliegen, ist das nicht ganz so tragisch. Zählen werde ich sie natürlich nachher separat, weil es ist mir zu viel, um es so zu zählen. Sieht jetzt nicht so wirklich viel aus. Ich kann euch sagen, das Bild hat eine Größe von... Ich vermute, was das die Größe ist, 60x48. Und das sind die Steine dafür. Das sind runde Steine, weshalb es nicht so viele Steine sind, weil runde Steine ein bisschen größer sind wie die eckigen Steine und man mehr Platz braucht, um die Steine zu kleben. Deswegen hat man tendenziell weniger Steine für eine größere Fläche. Das Toolkit, was wir dabei haben, besteht aus einem Schiffchen, einem weißen Schiffchen mit ein paar Zipbeutelchen. Ich habe eine sehr robuste Pinzette. Navi Diamond Painting. Ah, es könnten die Navi-Bilder sein, also von dem Navi-Shop. Die Pinzette finde ich richtig cool, sieht richtig hochwertig aus. Gefällt mir richtig gut. Wir haben einen pinken Stift mit einem Dreieraufsetzer. Ja, das ist der Stift. So. Wir haben einmal so einen Fingerschutz, damit man nicht so schnell Krämpfe in den Fingern kriegt, damit das ein bisschen weicher ist. Finde ich auch richtig gut. Ein Wachsblatt und ein 10er-Aufsetzer. Das ist dabei und das finde ich für so ein Toolkit schon echt viel. Vor allem die Pinzetten finde ich richtig gut. Die sind oben vorne ein bisschen gebogen. Ja, also da die Pinzetten finde ich richtig gut. Es ist auch eine richtig schwere, es ist nicht so eine einfache Billig-Pinzette, die man sonst so mitkriegt. Also ihr könnt den Unterschied sehen, ja. Also das ist schon auch von der Dicke her was ganz anderes. Also Qualität ist da schon auf jeden Fall hier besser, als die sonst so mitkommen. Aber auch mit den einfachen kriegt man die Steine vom Bild wieder runter. Das ist also kein Problem. Ich packe das Toolkit jetzt erstmal auf Seite. Ich würde sagen, wir schauen uns das Bild mal an, nachdem ich die Steine hier gleich mal auch entsorgt habe. Also, nicht so entsorgt, sondern einmal beiseite geräumt. Ja, ich packe die wieder in die Tüte rein. Kann die dann nachher in Ruhe zählen. Einmal durch den Bohr. Ey, was ist das denn bitte für eine Neonfarbe? Ist das geil oder ist das geil? Ah, ich fange nicht mit der Leinwand an. Ich zeige euch die Steine erst. Da muss ich die nämlich aus der Tüte nicht gleich nicht mehr rauskramen. Ja, was ist das denn bitte für eine geile Farbe? Das ist so ein schönes... Neon-Gelb-Grün. Voll geil. Also es sind runde Steine. Na, nicht so wie sonst eckige Steine, sondern einfach mal runde Steine. Dann haben wir noch so ein schönes Rot. Auch die sehen gut aus. Ich glaube, rund ist weniger so dramatisch mit den Steinen wie eckig. Aber da habe ich leider nicht so ganz die Erfahrung, wenn ich nicht so viel rund painte. Ja. Also ich finde echt ganz gut. Oh, packen wir die Steine mal kurz wieder alle in die Kiste, auch mein Tütchen, was ich so jetzt noch habe. Ich pick jetzt noch mal eben schnell ein paar Steinchen auf. So ein paar habe ich jetzt hier noch gefunden. Die stopfe ich direkt wieder mit in die Tüte. Wir verschenken keine Steinchen. Ab da rein da. Rein in die Tüte. So. In die Tüte. Jetzt ist die Tüte... Da kann ich dann nachher das Bild dazu packen. Und dann ist es auch fein. Also das Bild, das hier, kommt auf einer Schaumstoffrolle. Ist zwar leider lidiert hier in der Mitte. Ihr könnt es sehen, es hat gelitten beim Transport. Trotz, dass es eigentlich ganz gut eingepackt war. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich einmal zu doll geknickt beim Transport oder irgendwas. Ja, oder da lag ein anderes Päckchen drauf. Kann auch schon mal sein, dass wenn da schwere Pakete auf den Dingern drauf liegen, dann können die noch so gut eingepackt sein. Gibt es halt hin und wieder mal einen Knick. So, hier sind auch wieder Klebestreifen ringsherum angebracht, die ihr einmal abmachen könnt. Und dann können wir das Bild gleich aufmachen. Alter Schwede. Komm! Es ist wieder heute eine Fummelarbeit, Mann. Ich muss was abgeht. Es ist
Manchmal fummel ich mir echt was zurecht und bin am Friemeln und am Machen und krieg die Sachen so kaum ab. Aber hinterher, irgendwann gehen sie immer alle ab. So. Jetzt. Tadam, tadam, tadam. Die Rückseite sieht gut aus. Also die Rückseite sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Da haben wir die Schaumstoff. Ah, okay. Das ist ja geil. Wir haben zwei Schaumstoffdinger. Ich glaube... Nein, es ist abgeschnitten. Es ist nicht kaputt gegangen. Es sind so zwei Stückchen. Auch nicht schlecht. Habe ich auch noch nicht gehabt. Freut sich meine Katze drüber. Er kann die nachher damit durch die Gegend jagen. Das ist ja ein guter Mausersatz. Wenn man schon keine Mäuse fangen darf, dann kann man wenigstens Schaumstoffröllchen fangen. So. Schauen wir uns die andere Seite an. Es ist nicht komplett. Es hat zwei Klebespuren. Also hier und hier. Das Geräusch ist geil. Das hört ihr, glaube ich, gar nicht. Knatsch. Zum Druck kann ich euch gleich was sagen, wenn ich das bei mir aufmache, weil das ist mir zu weit weg, als dass ich das genau sehen könnte. Der Druck ist ein bisschen verwaschen. Also die Buchstaben sind ein bisschen dicker gedruckt. Und dadurch manchmal ein bisschen unscharf. Aber das kann auch täuschen. Man kann die Arbeit wirklich gut lesen. Also da kann ich gar nicht meckern. Man kann die trotzdem gut lesen. Auch das sieht ein bisschen dicker und so ein bisschen kräftiger und so ein bisschen leicht verwaschen sind. Aber ich vermute, das kommt durch diesen Druck. Weil die Buchstaben halt auf... gerade hier in dem Bereich ist halt schwarz gedruckt auf dunkelgrünem Untergrund. Ja, dass das immer ein bisschen schwierig ist, ist nicht schlimm. Lightpad drunter legen, das hilft bei den Sachen. Und von daher, die hellen Sachen hier so in dem Bereich, also weiße Schrift auf, ich sag mal, rot oder so, das kann man wirklich gut lesen. Also ich kann alles erkennen. Ich habe bisher nichts gefunden, was ich nicht erkennen konnte. Man kann die Sachen alle lesen. Und das ist, finde ich, immer die Hauptsache, damit man sich hinterher nicht so schwer tut. Ich mache das mal wieder zu und mache die andere Seite nochmal auf. Und ich würde sagen, die Paintprobe mache ich euch nachher auf dem eckigen Stückchen. Das ist widerspenstig. Da steht auch nochmal der Shop. Nabi steht auch auf der Leinwand drauf. Finde ich immer ganz gut, da kann man hinterher noch sehen, von welchem Shop das ist. Zumindest bis man es gepaintet hat und aufgehangen hat. Wenn man doch mal wissen will, oh, welcher Shop war das noch gleich. Man kann zwar bei AliExpress auch in die Historie reingucken von den Bestellungen, da muss man aber sehr viel scrollen. Und so finde ich es natürlich ein bisschen einfacher. Bin mittlerweile auch hingegangen und schreibe mir auf die Legenden, die ich mache, den Shop auch drauf, auch nochmal nachträglich. Also sprich, wenn ich jetzt ein Bild anfange, dann gucke ich, dass ich mir mal den Shop drauf schreibe, dass ich das einfach mal weiß. Aber sonst sieht das doch schon mal richtig geil aus. Man kann hier schon richtig schön den Wasserfall erkennen, die Farben. Ich vermute, dass das irgend so ein bisschen heller wird. Zumindest auf dem Foto halt auch so grün, weiß. Ja, gefällt mir aber gut. Bin mal gespannt. Rundklebe ich nicht so viel. Sonst normalerweise eher so enge Klebe, welche kleineren Sachen mit rum. Ja, vielleicht so. Mal gucken. Ich muss aber mal wirklich gucken, ob das Richtige war, was ich bestellt hatte. Könnt ihr nachher in der Beschreibung lesen. Oder jetzt auch schon. Da werde ich euch das nämlich auch reinschreiben, ob es tatsächlich das richtige Bild ist. Aber ich gehe davon aus. Ich habe, glaube ich, gedacht, ach komm, rund ist auch egal. Läuft, machen wir mal rund. So wie ich mich kenne, ist das bestimmt kein Versehen gewesen. Ich tue das zur Seite und ich packe euch das Runde jetzt gleich aus. Das ist das Eckige. Nicht das Runde, das Eckige. Das ist ein etwas schmaleres Bild, wie ihr sehen könnt. Auch hier sind die Steine wieder in der Tüte lose drin. Man muss die also wieder hinterher rausfischen. Ich
fische mir jetzt aber mal das Toolkit noch raus. Das ist das gleiche Toolkit wie eben auch. Da gibt es keine Änderungen, das ist das gleiche. Die Steine liegen, wie gesagt, auch hier wieder in dem Beutel so drin. Ich kram mir jetzt einfach mal ein paar Beutel raus. Deswegen tut mir leid, wenn es jetzt gerade mal ein... Das war nicht keine gute Idee. Hier ist auch irgendwas offen. Keine so gute Idee, aber ist, ja, was soll's. Okay. Steine! Steine. Das ist ein Braun. Braun. Die sehen aber gut aus. Da sehe ich jetzt so auch kein Problem mit den Steinchen. Für mich sehen die auch so gut aus. Das ist nochmal eine hellere Farbe, jetzt, die jetzt kommt. Die sieht gut aus. Ich habe schon mal bei so helleren Steinen, so grau-braunen Steinen, schon mal ein bisschen Nasen und so gehabt. Dann haben wir die Farbe und die Farbe ist irgendwo auf. Irgendwo hat die, da habe ich gerade Steine gefunden, aber egal. Vielleicht ist das auch eine Einbildung gewesen. Auch die sehen gut aus. Das nächste Kästchen, da ist auch kein Abfall drin, keine Nasen drin. Die sehen auch gut aus. Also von den Steinen her sieht es jetzt auf den ersten Blick auch immer gut aus. Ja, zählen werde ich die auch noch her und werde euch natürlich auch in der Beschreibung die Info da lassen, ob alles da ist oder ob ich irgendwas reklamieren muss. So. Ich würde sagen, wir gucken uns mal die Leinwand an. Wie ihr sehen könnt, sind auch hier irgendwo Steinchen hergekommen. Ich werde nachher beim Zählen aufpassen, wo die Steine herkommen. Und dann auch gegebenenfalls die wieder in so kleine Tütchen packen, damit ich einfach die Steine hinterher übrig habe. Also wenn ich jetzt so Steine finde, schmeiße ich die nicht weg, auch wenn ich nicht weiß, welche Farbe die haben, sondern ich habe so eine kleine Box, wo ich meine ganzen Fundsteinchen rein tue. Und vielleicht, wenn das mal voll ist, kann man ja mal gucken, ob man da nicht einfach irgendwas Buntes kleben kann oder so. Irgendwelche Fantasiegebilde. Aber das werden wir später mal schauen. Auch noch ist da ja nicht so viel drin. So. Ja, das ist das Bild. Das sind die Schmetterlinge. Die sind halt von der Größe her 70x35. Also eine andere Größe wie das Bild eben. Sind halt ein bisschen länger. Aber nicht so ganz so breit. Auch hier ist es wieder mal gut fixiert mit einem Klebeband. Aber was ich schon mal sehen kann auf den ersten Blick, die Rolle sieht besser aus. Also die ist nicht geknickt, das sieht gerade aus. Auch hier ist natürlich die Schaumstoffrolle in der Mitte. Tada. Auch so ein dünnes Ding. Und ich würde sagen, wir machen das mal auseinander. So. Ihr habt ja nochmal an der Seite die Legende. Das heißt, es scheint jetzt oben zu sein. Es ist auch in zwei Bahnen geklebt. Also zumindest vom Papier her. So. Und der Druck sieht auf den ersten Blick gut aus. Ich kann alles erkennen. Ich kann alles lesen. Das ist ja mal echt cool. Ich kann alles richtig gut lesen. Ich zeige euch das natürlich auch gleich. Also der Druck ist mega. Also ihr könnt das Motiv auch schon ein bisschen erkennen. Ich zeige euch jetzt mal den Druck. Ich hoffe, das funktioniert so, weil das andere Ende noch nicht aufgerollt ist. Kann sein, dass sich das jetzt noch mal ein bisschen zieht, aber ist halt nicht so einfach. Huch. Könnt ihr das sehen? Ja. Also der Druck ist mega gut. Also selbst hier, wenn die Farben kommen, man kann das alles lesen. Ja, also das ist natürlich gut. Also ich habe auch hier natürlich helle Stellen. Na, wo ich hell auf dunkel habe, aber auch das kann ich gut sehen. Und das ist natürlich
Also ich finde es mega geil. Man kann auch jetzt schon erkennen, dass das hier die Schmetterlinge sind. Aber das gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Das ist, glaube ich, auch dann so ein Bild, was man auch schon tendenziell größer machen könnte. Also es ist ja schon relativ lang. Es hat ja eine Länge von 75 cm, aber ist nur 35 cm breit. Ich weiß nicht, ob es das größer gab. Könnte sein. Könnt ihr aber nachher stöbern. Ihr habt den Link zum Bild natürlich auch in der Beschreibung drin. Da könnt ihr mal stöbern, welcher Größe es noch gibt. Ich glaube, tendenziell könnte was größer sogar noch cooler aussehen. Aber ich finde die Größe eigentlich auch schon gut. Weil die Schmetterlinge halt auch schon sehr groß sind. Also sind nicht so kleine Schmetterlinge, sondern schon ja bildfüllende Schmetterlinge. Und von daher kommt das auch in der Größe schon, glaube ich, richtig gut zur Geltung. So, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt reißt das hier kurz ein. Jetzt muss ich die andere Seite auch noch kurz aufmachen, damit ich das Bild gut aufgezogen kriege. Also, ich habe keine Dellen, nichts da, gar nichts drin hier in dem Bild. So, aber, ich muss jetzt hier das Stückchen so mit runternehmen, sonst... Da hing das noch an der anderen Folie ein bisschen fest. Ob ich das nicht direkt runtergekriegt habe. So, aber na, wir müssen uns zu helfen. Das ist der untere blaue Schmetterling. Ich finde es richtig, richtig cool. Was habt ihr dazu? Wie findet ihr das? Ich bin durch Zufall über dieses Bild gestolpert und habe gesagt, ja, das will ich auch haben. Das will ich haben. Und wenn ich mir schon Bilder kaufe, möchte ich keine so kleinen Bilder haben. Kommt immer drauf, aufs Motiv drauf an, aber solche Bilder möchte ich halt nicht nur so in so kleinen Format haben. Ich finde, wenn ich schon ein Bild mache, dann möchte ich von dem Bild auch was haben und ich möchte gerne zumindest die Chance haben, mir das Bild auch irgendwo hinzuhängen. So. Und deswegen bestelle ich dann auch, wenn ich so Bilder über den Shop bestelle, auch lieber, ich sag mal, normal große, größere Bilder, wo dann die Sachen halt auch gut rauskommen und das gefällt mir mega gut. Ich finde das dann auch gut, weil das nicht nur so einen einfachen weißen Hintergrund hat, gibt es natürlich auch, ne, die Schmetterlinge auf so einem weißen Hintergrund. Das gefällt mir sehr gut, dass da so ein bisschen ja, Leben drin ist, also so ein bisschen so marmorierter Effekt drin ist. Also das finde ich, ich finde das Bild geil. Die Rückseite sieht auch super gut aus. Hier sieht man zwar, wo die andere Klebefläche angesetzt ist, aber ja gut, geschenkt. Sieht man auf der anderen Seite aber gar nicht mehr. Geil. Sehr, sehr geil. So. Wir machen ja wie immer eine Paintprobe. Das wird jetzt diesmal aber ein bisschen interessanter, weil aus der Tüte diese Dinger rauszukramen. Puh, gut. Ich würde sagen, wir nehmen direkt das Stückchen, was wir hier vorliegen haben. Warum auch nicht? Ich meine, das ist jetzt unten, aber es ist völlig egal. Ich muss jetzt nochmal gucken, welche Sachen das sind. Ich werde die 4 machen. Die 4 ist die Farbe mit der Nummer 160 und jetzt hoffe ich, dass ich sie finde. Da ist die Farbe, 160. Ja, yeah, relativ flix gefunden. Ich zoome euch natürlich wieder ran, damit ihr gucken könnt. So. Ich muss aufhören zu wackeln. Da haben wir die zu bepaintende Stelle. Ich organisiere mir ein Schiffchen. Da ist es schon. Ich organisiere mir noch einen Stift. Da ist es schon. Ja, ich glaube so langsam. Also ich glaube, die nächsten Wochen wird es echt ein bisschen mehr auf dem Kanal mit den Auspackvideos, weil ich ja bei dem Ausverkauf bei der Woche da echt gut zugeschlagen habe. Und so langsam sind ja die Lieferwochen kommen so langsam. Und die ganzen Bilder und Sachen und was auch immer, die trudeln halt jetzt wirklich so nach und nach ein. Und dann ist das für mich der Zeitpunkt, wieder neue Videos zu machen und die online zu stellen. Also deswegen, ich denke, in der nächsten Zeit kommen dann wieder ein paar Sachen auf jeden Fall, wo ihr euch drüber freuen könnt. Und dann könnt ihr mal gespannt sein, was ich für neue Bilder bestellt habe. Sind noch ein paar schöne Sachen dabei, kann ich so viel kann ich schon mal sagen. Ich finde die Bilder ja trotzdem immer noch alle geil. Und ich kann mich manchmal, ich kann nicht entscheiden, was ich als nächstes mache. Egal, Hauptsache man hat die erstmal da, weil die Lieferzeiten ja doch schon ein bisschen variieren.
Und von daher würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal hier mit der Paint-Probe, bevor ich hier weiter rumsabbele. Weil reden kann ich theoretisch auch, wenn ich die Sachen klebe. So, ich klebe jetzt hier bei dem Steinchen schon. Bei dem stehe ich, habe ich eine kleine Nase, eine ganz Mini-Nase. Aber ich glaube, wenn man die anderen Steine dran setzt, wird das nicht so tragisch sein. Muss man dann mal gucken, ob man genug Platz hat, um die dann auch ordentlich unterzubringen. Manchmal, wenn ich dann so Steinchen setze und mir fällt hinterher auf, ach scheiße, da ist eine Nase dran, dann prokel ich die auch schon mal runter. Ihr könnt Nasen ja relativ einfach entfernen. Nehmt einfach so ein kleines so ein Nagelknipser und damit könnt ihr die abschneiden. Ihr könnt auch eine scharfe Schere nehmen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr euch bitte nicht in die Hände schneidet, in die Finger oder was auch immer. Das tut nämlich, glaube ich, mit einer scharfen Schere auch ordentlich weh. Und dann ganz vorsichtig den Rand einfach mal abschneiden oder mit dem Nagelknipser abknipsen. Das geht ganz gut. Und der Nagelknipser sollte nur ein bisschen schärfer sein. Also der sollte jetzt nicht so ausgelutscht sein von vor 50 Jahren. Also der sollte schon ein bisschen scharf sein an den Kanten, dass er auch die Sache gut abschneidet. Was ich auf jeden Fall jetzt schon mal sehen kann, ist, dass die Steine sich echt gut setzen lassen. Also ich habe auch nicht noch irgendwie Überschuss vom Platz her. Der Platz ist auch nicht zu wenig. Das ist schon mega gut. So. Da kann ich gar nicht meckern. Ich habe in letzter Zeit sowieso nicht so viel zu meckern mit den Bildern. Außer mit dem einen. Da hatte ich echt viel zu schimpfen. Da war ich dran. Das ist traurig. Aber die letzten Bilder, die so angekommen sind, die sahen eigentlich ganz gut aus. Ja, das war die Paint-Probe. Ich zeige euch das ganze Ergebnis auch mal nahe an der Kamera, damit ihr das Ergebnis auch von nahem sehen könnt. Von weitem sah es ja schon mal gut aus. So, das ist das Ergebnis von nahem. Ihr könnt sehen, die Steine passen super gut in die vorgesehenen Kästchen. Da ist kaum Platz da, also die passen da super gut rein. Und da könnt ihr die Symbole darunter auch erkennen. Hier. Die könnt ihr erkennen. Im Lightpad natürlich noch besser als so, aber ist das jetzt hell genug, denn die 4 lässt sich auch so ohne Lightpad kleben. Das ist gar kein Problem. Ja, das Ergebnis überzeugt mich persönlich auf jeden Fall. Ich kann nur sagen, ich würde wieder Bilder bei dem Shop kaufen, weil ich den Druck wirklich gut finde von dem eckigen Stein, auch von den runden. Rund ist so gut. Aber eckig ist ja so mein Favorite zum Kleben und ich kann nur sagen, ich würde mir dort wieder Bilder bestellen. In der Hoffnung, dass die genauso gut sind wie dieses, was wir gerade eben hier vor der Nase haben. Das ist natürlich immer die Geschichte, dass man natürlich davon ausgeht, dass wenn man weitere Bilder bekommt, natürlich auch die Qualität bekommt, die man schon mal hatte. Und von daher würde ich sagen, ich gebt dem Shop ein Ja. Also ich würde mir wieder Bilder bestellen. Also ich hätte da echt kein Problem, guten Gewissens sogar. Und ich bin echt gespannt, wie das Bild dann tatsächlich fertig aussieht. Und wie die Schmetterlinge dann halt einfach rauskommen, wenn man die fertig paintet. Es ist ja immer noch ein bisschen ein Unterschied, ob man die Bilder auf dem Bild sieht, also die Vorlage sieht, oder ob man hinterher das gepaintete Bild sieht. Das ist immer noch, das weicht oftmals ein bisschen leicht ab, deswegen bin ich gespannt, wie die Sachen rauskommen. Aber es lässt sich zumindest schon mal gut kleben, zumindest das Stück, was wir hier gemacht haben. Also von daher bin ich da echt gespannt. Ich bin fertig mit meiner Vorstellung. Tada! Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Anregungen, Kommentare oder sonst irgendwas habt, dann schreibt das unten in die Kommentarbox rein. Dann lese ich die, beantworte die gegebenenfalls auch und freue mich natürlich auch über Feedback. Ansonsten dürft ihr natürlich sehr gerne meinen Kanal auch abonnieren. Dann verpasst ihr kein neues Video, wenn eins rauskommt und ihr kriegt auch die Information, wenn ihr das Glöckchen aktiviert. Und ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.